Danke schön, Herr Präsident, meine Damen und Herren. Um auf die Frage des Kollegen Schneider zu antworten, seit Jahren, konkret seit 2012, seit 2013, sprechen wir im ITDAT, und zwar die Opposition, Grüne, Linke wie Piraten, regelmäßig das Thema Bürgerämter an. Und Sie wissen sehr genau, dass meine Fraktion im Hauptausschuss nicht nur einmal Vorschläge gemacht hat Richtung Abbauvorgaben für die Bezirke, was Personal betrifft, und das Stichwort hier Zielvereinbarungen. Aber Sie haben das eben jahrelang ignoriert. Sie haben das wachsende Chaos in den Bürgerämtern einfach ignoriert. Und um mal bei Herrn Saleh anzupacken, der ja von der stillen Nacht gesprochen hat, was bei den Bürgerämtern passiert ist, da war eben stille Nacht, da war Schweigen im Walde bei der Koalition und vor allen Dingen bei der SPD. Die Probleme in den Bürgerämtern waren über Jahre hinweg offenkundig, Personalmangel und neue Aufgabenzuweisungen. Die wachsende Stadt, von der heute oft geredet wurde, bedeutet eben auch, die Zahl der Kunden wächst. Und Herr Schneider und Herr Henkel, die Rechnung ist ganz einfach. Wenn wir gerade bei Herrn Schneider sind, gestatten Sie eine Zwischenfrage. Ja, bitte. Bitte. Vielen Dank, Herr Präsident und Kollege Döring. Wir hatten uns ja schon vorher verabredet, dass ich kurz frage. Macht der Kasper der Theater gar nicht mit? Ja, also ich will versuche ja mal eine sachliche Antwort herauszukitzeln. Vielleicht ist das ja das erste Mal heute, dass das gelingt zur Frage. Wie erklären Sie denn folgenden Umstand? Das hat ja der Kollege Freiberg gerade angeschnitten. Es gibt tatsächlich Diskussionen, 100.000 und so weiter, das ist die Generallinie. Aber die Einsparvorgabe für die Bezirke betrug 1,2%. Aber Sie müssten jetzt auch zur Frage kommen. Genau. Wie erklären Sie den Umstand, dass trotz dieser Vorgabe im Vergleichszeitraum in einzelnen Bezirken, ich nenne jetzt keine Namen, 28,7, 27,6 und 25,5% statt 1,2%, ausgerechnet in diesen publikumswirksamen Bürgerämtern Personal abgebaut wurde, obwohl das niemand verlangt hat. Also Herr Schneider, es ist ja interessant, dass Sie heute auf dieses Thema gestoßen sind. Wir haben dieses Thema, wie gesagt, schon 2012, 2013 angeschnitten, als in den Sommermonaten, wir erinnern uns alle, der Antrag bei den Bürgerämtern riesengroß, weil sie teilweise geschlossen werden mussten. Da haben wir das im Ausschuss angesprochen, unter anderem, und die Reaktion der Innenverwaltung, der SPD und der CDU war die, die wir immer hatten. Dezentrale Fach- und Ressourcenverantwortung, dezentrale Fach- und Ressourcenverantwortung. Wir sind nicht zuständig. Das war Ihre ständige Aussage. Und eine weitere Zwischenfrage des Kollegen Delius. Ich kann ja gerne kurz Intervention machen, reagiert dann gerne drauf. Und um einen Punkt möchte ich auch hinweisen, weil gerade ja auch von der Organisationsstrukturuntersuchung gesprochen wurde. Herr Henkel, Herr Schneider, liebe SPD, liebe CDU, man braucht diese Untersuchung nicht, denn die Rechnung ist ganz einfach. Mehr Kunden mit weniger Personal bei Aufgabenzuwachs ergibt Terminstau bei den Bürgerämtern. So einfach ist das. Und die Frage ist doch, wer weist den Bürgerämtern neue Aufgaben zu? Wer gibt Personalspareingaben vor? Wer gibt den Finanzzuweisungen für die Bezirke vor? Und hier liegt die Verantwortung der Koalition, aber auch des Innensenators Henkel. Sie haben die Bezirke mit ihren Problemen bis heute allein gelassen. Die Bürger erleben seit Jahren in den Bürgerämtern, was sogenannte bürgernahe Dienstleistung der öffentlichen Verwaltung bedeutet, und jeder ahnt, hier ist nur die Spitze des Eisberges sichtbar. Der Tagesspiegel beschreibt am Wochenende die Situation wie folgt: Hauptstadt des Versagens, überforderte Verwaltung, überlastete Bürgerämter, Antragsstau in den Jugendverwaltungen. Ja, die Probleme in den Bürgerämtern waren bekannt. Und ich zitiere hier nur einige Überschriften der letzten 12 Monate aus Tageszeitungen. Warten auf die Wartemarke, Berlins Bürgerämter sind überlastet, Berliner Bürgerämter haben keine Zeit mehr für den Bürger, Bürgeramt-Chaos geht weiter, Bürgerämter, ganz Berlin spielt Terminlotto, der geplante Kollaps. Und alt in dieser Zeit, Herr Schneider, hat man von Ihnen und Ihrer Fraktion nichts zu diesem Problem gehört. Zumindest nicht im Fachausschuss. Uns liegt jetzt ein Antrag der Koalitionsfraktion vor, der von Herrn Kohlmeier am Montag im Fachausschuss als Notwehrmaßnahme verkündet wurde. Ja, wem gegenüber, fragt man sich natürlich. Der Koalitionsantrag ist offensichtlich nicht mit den betroffenen Stadträten abgesprochen und wird deshalb auch zu Recht von diesen als realitätsfern charakterisiert. Ja, auch Ihre SPD-Stadträte haben sich sehr stark mokiert über Ihren Antrag und haben den nicht als realitätstauglich
überziffert. Die Berliner Zeitung dazu tituliert, 12-Punkte-Plan ist purer Populismus, was auch stimmt. Von den Stadträten, wenn sie mit dem mal gesprochen hätten, ist zu erfahren, wo die gravierenden Probleme in den Bürgerämtern liegen. Personalabbau, kaum qualifiziertes Personal, kaum Ausbildung und Übernahme von jungen Nachwuchskräften, Aufgabenzuweisung ohne finanzielle und personelle Aufwandsübertragung durch den Senat an die Bezirke, hier nur Stichwort E-Personalausweis und fehlende verlässliche Technik. Die im Koalitionsantrag genannten Maßnahmen sind wenig praktikabel. Termine über 6 Monate freizuschalten, erhöht die Quote der nicht wahrgenommenen Termine. Ein kurzfristig zu erhöhendes Terminkontingent ist nur mit kurzfristig mehr qualifizierten Personal möglich. Die beabsichtigte Senkung der Wartezeiten bei der Behördenhotline 115 setzt ebenfalls mehr qualifiziertes Personal voraus, das so schnell nicht zu bekommen ist. Die vorübergehende telefonische Vergabe von Terminen über die Behördenplattform 115 ist eine Verschlechterung des Service. Das sind alles Punkte, die Ihre eigenen Stadträte benennen. Mehr Samstagsprechstunden, das, was Sie ja fordern, die es übrigens schon einmal gab, bedeutet, dass Beschäftigte, die am Samstag 5 Stunden arbeiten, am Montag 8 Stunden Freizeitausgleich haben. Wo ist dafür das Personaläquivalent? Entweder mehr Personal oder das Angebot wird in der Woche weiter eingeschränkt. Das ist Ihr Antrag und den werden wir selbstverständlich ablehnen.